wie heißen sie denn hier? Die Maulwurfsgrillen sind so nervige Viecher. Das muss ich kurz ein bisschen erklären, weil die Inseln in dem Spiel, die man optional bereisen kann, wenn man will. Oh, Aufzuchtstation. I, Flöhe. Naja, die Inseln in dem Spiel funktionieren im Grunde so, dass immer eine gewisse beschränkte Vielfalt von Insekten auf diesen Inseln spawnen kann. Und unter anderem gibt es Inseln, auf denen spawnen die begehrten Vogelspinnen, weil die super wertvoll sind. Und man könnte jetzt quasi auf manchen Inseln provozieren, dass besonders viele Vogelspinnen spawnen, indem man den Lebensraum von anderen Insekten wegnimmt. Also alle Bäume fällt, alle Blumen pflückt und so weiter. Und dann können auf manchen Inseln quasi nur noch Vogelspinnen spawnen, weil die brauchen nichts außer Boden. Nur noch Vogelspinnen und diese Maulwurfsgrillen. Und die spawnen auch noch unter der Erde. Überraschungstulpe, ist die für mich? Oh, meine Tasche ist voll. Muss ich irgendwas anderes rauswerfen. Und diese Grillen sind im Boden versteckt und man muss dann quasi die Grillen ausbuddeln, damit wieder Platz ist, damit begehrte andere Insekten spawnen können. Und im Grunde machen solche Maulwurfsgrillen teilweise so Inseln kaputt. Das ist ziemlich schade und ziemlich doof. Ja, neues Rezept. Muss gleich mal kurz schauen. Überraschungstulpe. Jetzt habe ich schon eine Überraschungspfirsich und eine Überraschungstulpe. Ich frage mich, was das ist überhaupt. Mache ich da auf und dann ist da was drin vielleicht? Hm, keine Ahnung. Merlin! Ein Besucher verlässt die Insel. Verlässt Merlin die Insel? Ich wollte nämlich gerade fragen, ob ich jetzt zu ihr kommen kann, damit wir bei ihr noch schnell den Händler abklappern, bevor es zu spät wird. Bevor die Läden schließen. So. Das wichtigste Video auf Seppos Kanal ist eh... Was ist ein Katka? Ja, stimmt. Für das Museum will ich noch ein Update für die Papp-VR-Brille. Oh, das wäre eine coole Idee, The Cludo. Das wäre richtig cool, das stimmt. Mit VR-Brille durch das Museum gehen, das wäre echt schön. Da hätte ich auch Bock drauf. Ich meine, wahrscheinlich haben die gar keine Rückwand und keine Decke modelliert und so. Das müssten die wahrscheinlich erst noch machen. Aber mein Gott, schnell eine Textur drauf klatschen und dann könnte man das machen. Das wäre schon cool. Wäre schon cool. Die Maulwurfsgrille habe ich noch gar nicht. Da musst du nur mal lauschen, wenn du über deine Insel läufst. Die sind fast immer da. Du musst so ein bisschen über die Insel spazieren. Und wenn du so ein Zirpen hörst und du weißt nicht, woher es kommt, grab ganz viele Löcher im Boden und plötzlich, bupp, springt einer aus dem Boden. Und dann kannst du die fangen. So einfach, wenn man es weiß. Ich mag deine Streams sehr, aber ich finde, du hast dir den Urlaub verdient. Du solltest dir die Zeit nehmen. Ich überlege mir das noch, wie wir das machen. Ich muss mal schauen, wie viele Dienstage und Donnerstage wir... Ja, mal schauen. Mal schauen. Gib mir auch gleich noch die tägliche Grind-Session bei Animal Crossing. Funktioniert das eine Spiel? Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht getestet, aber ich wüsste nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Weil auf den Konsolen ist es ja relativ zuverlässig. Also die Laufwerke funktionieren noch von der PlayStation. Insofern muss das funktionieren. Da bin ich jetzt einfach davon ausgegangen. Hoffentlich stimmt's auch. Selbst die Financial Times hat über das Sternis verdienen über Vogelspinnen und Skorpione berichtet. Ein anerkanntes Finanzmagazin. Ich weiß, die haben auch drüber berichtet. Die müssen irgendeinen Animal Crossing-Fan in der Redaktion haben, dass Tom Nook die Zinsen bei der Bank gesenkt hat. Die Sterni-Zinsen. Ist schon witzig. Ich finde es irgendwie cool. Das ist ja ein gut simuliertes Ökosystem. Ja, vor allem, weil das Spiel ja eben in Echtzeit spielt, ändert sich die Insel auch abhängig von den Jahreszeiten und natürlich auch die Fische und Insekten, die man dadurch finden und fangen kann, sehr stark. Es gibt welche, die nur im Frühling unterwegs sind. Ah, Luftballon! Und so. Ich weiß gar nicht, wie es im Winter mit Insekten aussieht. Könnte recht leer sein. Dafür kann man im Winter dann Schneemänner bauen.
Ist auch nicht schlecht. Die kann man aber leider nicht ans Museum spenden. Ach, jetzt war ich schon im Museum und habe ihm die Fossilien nicht zum Analysieren gebracht, Mensch. Ein Fußbodenspot. Ach, das ist ja irgendwie cool. Hey, davon hätte ich gern mehr. Das ist ja, da kann man was damit machen. Wow, den lasse ich jetzt mal hier. Also den lasse ich nicht fest hier, weil der passt nicht unbedingt in meine Asia-Ecke. Aber grundsätzlich ist das cool. Das Coole ist auch, alle Möbel, die man schon mal in seinem Besitz hatte, kann man nachbestellen bei Nook oben im Katalog. Das heißt, jetzt, da ich einen davon gefunden habe, kann ich höchstwahrscheinlich, mit allen Möbeln geht's komischerweise nicht, kann ich höchstwahrscheinlich mehr davon bestellen und kann irgendwo meine Insel mit so Fußbodenspots bestücken. Von Crusader, danke, dass du Elisobarrow ein Abo geschenkt hast. Vielen Dank. Super cool. Ich komme, Merlin. So. Auf geht's. Fliegen wir. Was ist dein Begehr bei Dodo eher? Ich will verreisen. Genau. Besuchen wir die Merlin mal auf ihrer Insel. Online-Spiel. Roger. Wie möchtest du verreisen? Per Freundesliste. Warum das so umständlich sein muss, eine andere Insel zu besuchen oder Besuch zu empfangen, das wird niemals irgendjemand verstehen, was da los ist. Aber gut. Es ist schon in Ordnung. Aber warum? Abreise wird vorbereitet. Das ist übrigens mein Superheldenkostüm, das ich da gerade anhab. Mit Batgürtel hinten. Also Bat-Tasche. Ich bin Cat-Batman-Person. Cat-Bat-Person. Genau. Das ist mein Heldenname. Cat-Bat-Person. Aber ich habe natürlich, das muss ich jetzt dann gleich anziehen, passend zu meiner Hasenmütze natürlich auch ein Outfit kreiert. Hab ich das schon mal vorgeführt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe natürlich auch im Spiel eine Hasenmütze, weil... Mensch und denn schon. Hier spricht euer Captain. In Kürze erreichen wir Pummelberg. Bitte bereit machen zur Landung. Bringen Sie die Sitze in aufrechte Position und prüfen Sie, ob auch jeder wirklich was. Die Ortszeit beträgt 19.49 Uhr und der Himmel ist wolkenlos. Auch die Temperatur ist ganz okay. Ein Marmorbrunnen. Cool. Ja, yeah, ich trinke noch schnell einen Schluck. Bling, bling. Was denn eigentlich, bling, bling? Was blinkt denn? Beste Freunde. Gute Freunde kann niemand trennen. Chris machen wir auch gleich mal zu einem besten Freund. Okay. Hier, genau, guckt, so wie es hier ist, will ich mein Steintor auch machen. So bemoost. Gefällt mir besser als dieses saubere. Hier sieht man auch, für die Animal Crossing jetzt nicht so kennen, das Neue. Merlin hat ein paar Wochen erst nach mir sich das Spiel geholt und zu spielen angefangen. Und da ist die Insel noch in einem viel wilderen Zustand. Man kann es vielleicht so... Also am ehesten würde ich es vielleicht mit sowas wie SimCity oder so vergleichen, was die Progression angeht. Oh, ich komme irgendwie leider nicht auf die Bank, Mensch. Ich dachte, das ist eine Zweisitzerbank, aber scheinbar nicht. Im Sinne von, man fängt ganz klein an mit ein paar Häuschen und ein bisschen, ne, und kümmert sich um die Ressourcen und dann wächst alles. Nur eben so ein First-Person-SimCity im kleineren Maßstab. Also First-Person nicht, aber auf eine Person beschränkt. Ist nicht der beste Vergleich, aber so ein bisschen von Progressionssystem kann man sich es vielleicht vorstellen. So, wo ist es denn? Mein Bunny-Punk-Outfit. Tada! Fast wie echt.
Ich schau mir mal kurz Merlins Bude an. Mach einen Rundgang, ja? Mach ich, Merlin. Ist okay. So. Das ist die Lavagrotte. Merlins Hauptraum quasi, so ein bisschen. Schön ist auch, dass sich tatsächlich die Fußschritte verändern, wenn man hier über die Lava läuft. Dann platscht es plötzlich und man sieht sogar eine Animation. Der Wrestler in der Mitte des Raums ist schon das Coolste so ziemlich. Den hätte ich auch gern. So, hinter dem Kleiderschrank ist ein geheimes Zimmer. Könnte man fast übersehen. Ist aber so. Das Teppichzimmer. Die Teppichwüste. Fragt mich nicht. Nee, die Merlin muss Platz sparen. Die sammelt viel zu viel Kleidung. Deswegen ist ihr Inventar ständig voll. Dass man upgradet, wenn man das Haus upgradet. Und deswegen liegen überall Teppiche und Zeugs, damit das Inventar leerer wird. Der Raum ist außerdem ganz neu. Da hatte sie noch keine Zeit. So, das Badezimmer. Das ist ziemlich cool, oder? Das ist irgendwie ein schönes Badezimmer. Und übrigens, zwei Badewannen nebeneinander ist so eine geniale Idee. Sollten wir mal ein Haus bauen, will ich zwei Badewannen nebeneinander und einen Fernseher hier ungefähr. Das ist doch der Traum, oder? Dann kann man gemeinsam baden, vielleicht noch dazwischen, einen dickeren Zwischenbereich, damit da irgendwie was, damit man was abstellen kann. Getränke, Weintrauben und hier ein Fernseher. Der Himmel. Und die Pflanzen sind auch eine gute Idee doch dazu. Ah, schön. Ich find's gut. Das ist so eine geniale Idee. Wie viele Stunden habe ich schon bei Animal Crossing? Einige. Über 100, glaube ich, sogar schon jetzt. Wisst ihr was? Wir können kurz nachschauen. Nicht schlecht. Die Merlin ist bei 100. Ja, auch schon ziemlich gut dabei. Und hier ist ihr Asia-Zimmer. Auch schön, oder? Mit einer Switch im Animal Crossing-Design. In der echten Welt ständig vergriffen und ausverkauft. Hier im Spiel kann man sie noch kriegen wenigstens. Auch nicht schlecht. Oh, was ist denn das für ein kleiner Busch da hinten? Das sieht ja cool aus. Hübsch. Naja, cool, oder? So, jetzt muss ich aber kurz shoppen gehen. Ich habe nämlich extra Kirschen mitgenommen, weil jeder Spieler startet mit seiner Heimatfrucht quasi, mit seiner Startfrucht. Und auf seiner eigenen Heimatinsel ist diese Startfrucht so gut wie überhaupt nichts wert. Wenn man allerdings jemand anderen besucht, der eine andere Startfrucht hat, dann kann man die richtig teuer verkaufen, die eigene Startfrucht. Und bei der Merlin sind glücklicherweise Orangen, die Startfrucht, bei mir Kirschen. Das heißt, Kirschen sind bei mir wertloser Müll, aber auf Merlins Insel kann ich die richtig, richtig teuer verkaufen. Oder ist schon wieder ein Fass? Ne, ich habe schon genug Fässer auf meiner Müllkippe. Brauche ich nicht mehr. So, den ganzen Weg hierher gekommen, ganz genau, nur um Kirschen zu verkaufen. Ein super cooles Feature, das ich auch echt gerne mag. Die anderen Früchte verkaufe ich auch. Ist die Rübenfrau. Jeden Sonntag, Vormittag, deswegen verschlafe ich es leider ab und zu, kommt nämlich die Rübenfrau in die Stadt und verkauft ihre Rüben. Und das Witzige an den Rüben ist, der Preis für die Rüben schwankt extrem stark. Das kann sein, dass die mal... Ach, Birnen sind deine Startfrucht. Okay, sorry. Das kann sein, dass die Rüben mal super billig von ihr verkauft werden, mal super teuer. Man weiß es nicht. Und jeden Tag ändert sich dann im Shop hier bei Nooks der Preis für Rüben. Auch wieder ganz starke Schwankungen. Und es ist immer so ein Glücksspiel, ob man die Rüben besser verkaufen kann, ob man sie eingekauft hat. Man weiß es vorher nie, es ist immer ein Risiko. Und der Kniff bei der Sache ist, dass Rüben nur eine Woche haltbar sind. Den darauffolgenden Sonntag, nachdem man sie gekauft hat, verfaulen sie und sind dann so gut wie gar nichts mehr wert. Das heißt, man muss wirklich schauen, dass man innerhalb der Woche den bestmöglichen Preis kriegt. Und immer überlegen, oh, verkaufe ich sie heute schon? Warte ich noch? Morgen könnte es noch besser werden? Vielleicht aber auch schlechter? Man weiß es nicht. Das ist witzig. Vor allem, weil Rübe anscheinend im Japanischen den gleichen Namen hat wie Aktie. Das ist der Witz bei der Sache. Tada! Okay, ich muss mal kurz Kleidung shoppen. Yep.
Mal schauen, was es bei Merlin so gibt. Das mit dem Badewannen ist schon fast antikrömisch dekadent. Ja, das stimmt. Aber so gut. Oh, Löcherpullis. Irgendwie schon cool. Die sehen instant, ich finde so Pullis mit so Löchern drin, sehen instant gemütlich aus, finde ich. Instant kuschelig. Weil die haben nicht umsonst Löcher, sondern weil die so oft getragen werden. Fancy schmancy. Ich glaube, ich kaufe so einen löchrigen Pulli. Ich finde das gut, würde ich sagen. Hey, Mr. Melon, dankeschön fürs Abonnieren. Dankeschön, cool. Freut mich. Hosen. Hey, es gibt, ich kaufe so eine Jeans. Es gibt nämlich in Animal Crossing erstaunlich selten ganz normale Hosen. Die sehen aber ehrlich gesagt auch scheiße aus. Jetzt, wo ich die so sehe, finde ich die nicht so toll. Ich kaufe trotzdem eine ganz normale Jeans, damit ich wenigstens eine normale Jeans habe. Fedora? Nee, kein Fedora. Filzhut. Aber das ist doch ein Fedora. Na, vielleicht ist ein Fedora nochmal was anderes. Lumpenhut habe ich schon. Schleifen brauche ich nicht. Ah ja. So einen Bart kann ich nochmal brauchen. Das ist eine gute Idee. Moment mal, kann ich den Bart nicht gleichzeitig mit... Ach so, naja, ist egal. Schuhe. Langweilige Schuhe. Nein, nicht gleich anziehen, nur kaufen. Catbat Person! Away! Cool. Ich hatte eine Video schon lange und wollte dir was zurückgeben. Dankeschön, Mr. Melon. Das ist super nett von dir. Das freut mich sehr. Okidokili. Ich glaube, dann bin ich ja auch schon wieder fertig. Ach so, warte mal. Die Eule ist ja bei dir noch irgendwo, ne? Merlin. Auf deiner Insel. Wo ist denn die? Hier, Eule, Eule, Eule. Ah, da ist sie. Sternschnuppen können sogar rasch im Folge auftreten. Schon gewusst? Hm. Ich krieg, glaube ich, auch nichts mehr von ihr. Na, ah, vielleicht ist es wirklich so, Merlin. Vielleicht stimmt es wirklich, dass man einfach pro Tag maximal einmal ein Rezept von ihr kriegt. Egal, auf welcher Insel man ist. Und wenn sie jetzt zufällig auf mehreren Inseln, die man besucht, gleichzeitig ist, kriegt man trotzdem nur ein Rezept. Hey, coole Mütze, Peggy. Ach, bei dir ist der gestrandete Gulliver auch. Cool. Ich warte immer jeden Tag sehnsüchtig auf Rainer, den Kunsthändler. Der ist mein Lieblingshändler. Weil er so selten kommt und weil er so coole Kunstwerke verkauft. Ich besuche mal schnell diesen random Bewohner noch. Hab sie schon gefunden, danke. Merlin. Ich muss dir was Trauriges sagen, der Trailer zu Mein Gestüt ist offline. Oh nein, das war mein absoluter Lieblingstrailer. Der war so gut. Oh, das finde ich echt schade. Mein Gestüt ist das beste, die beste Reitsimulation da draußen. Die beste Pferdehof-Simulation, die es jemals geben wird wahrscheinlich. Und der Trailer gehörte zu den größten Kunstwerken der Neuzeit. Der Postmoderne. Der war wirklich witzig, weil der war einfach, als jemand, der selber oft Videos schneidet, kann ich das beurteilen, innerhalb von einer Stunde aus random, halben Stunde aus random Gameplay schnell zusammengeschnitten. Da wird dieselbe Szene, dieselbe ungefähr 60 Sekunden lange, monotone, nervige Szene mit viel zu lauten Hufgeräuschen kommt gleich zweimal in dem Trailer vor, weil anscheinend wollten die Entwickler unbedingt zeigen, wie man mit seinem Pferd über den Hof gehen kann, stundenlang. Und die Abmischung von den Sounds ist furchtbar und das gezeigte Gameplay, der Trailer war super. Ich fand den echt lustig. Das war halt wirklich so, oh, wir brauchen noch einen Trailer für den Job, ey. Voll nervig, keiner hat Bock. Ja, komm, ich mach schnell einen Trailer. Nehm schnell eine Stunde Gameplay auf und dann einfach irgendwie zusammengewurschtelt, passt schon. Bam. Und ich mochte den. Ich fand den super. Okay.
Na gut. Ich glaube, dann sind wir eigentlich irgendwie durch mit Animal Crossing für heute wieder. Ich habe alles erledigt. Dom hat auch eine coole Mütze. Alle haben diese Mütze. Warum haben auf deiner Insel alle diese Mütze auf? Kann man fremde Mülltonnen durchsuchen? Soll ich etwas entsorgen? Ach so, ich kann Sachen wegschmeißen. So, so. Aber ich will gar nichts wegschmeißen. Aber aha, interessant. Den Stock nehme ich noch mit, weil warum nicht? Rainer ist heute bei dir, Cheesecake Tree. Das ist cool. Ist das ein Batman-Kostüm? Ja, das ist mein Cat-Bat-Superhelden-Kostüm. Ich bin Cat-Bat-Person. Ritter des Rechts. Ich habe sogar hinten meine Allzweck-Tasche mit allen Werkzeugen, die ein Superheld brauchen kann. Merlin, gibt's irgendeinen Bereich, den du noch zeigen willst? Irgendeinen Inselbereich, den ich mir noch anschauen soll? Jetzt hier live. Was ist denn das? Ich glaube, den habe ich noch nicht, den Fisch. Das ist ja cool. Rollholz, dankeschön fürs Folgen. Coolio. Ach so, warte mal. Bin entzückt. Ich bin allergisch gegen diesen Fisch. Aber ich bin trotzdem entzückt. Ich laufe dir mal nach. Du wirkst irritiert davon, dass ich dir nachlaufe. Ich hätte geraten, Graf Cotula. Catula. Ah, ja, das stimmt. Es ist auch ein Vampirkostüm, das ich da anhabe. Das stimmt. Nein. Okay, das ist schade. Aber dann, tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Cat Bat Person, away! Ups. Ach warte, man kann auch viel schneller aussteigen. Ich muss gar nicht unbedingt zum Flughafen. Zurück zu meiner Insel. Melden! Nee, Quatsch. Zurück zu meiner Insel. Heimkehr wird vorbereitet. Nehmt euch in Acht. Catbat Person kommt. Ganz genau. Catbat Person geht vor allem jetzt. Ich weiß gar nicht, warum Catbat Person im Flugzeug braucht. Man sollte meinen, eine Catbat Person kann fliegen. Und klettern. Aber ja. So ist das eben. Okay. Gut. Ich glaube, dann starten wir jetzt mit Deadly Premonition. Jetzt gibt's einen ganz massiven Stimmungswechsel gleich mal. Ich frage mich, warum ich immer Nugmalen bekomme, wenn ich von anderen Inseln heimkehre. Ich verstehe das gar nicht. Kriegt man einfach Nugmalen, wenn man andere Leute besucht oder wie? Oh, wisst ihr was? Die eine Sache muss ich schnell machen. Die nervt mich nämlich schon seit Ewigkeiten. Also seit heute, ehrlich gesagt, nur. Aber gut. Felix, dankeschön für die Bits, die gleich wieder ins Glas purzeln. Bam. Das Glas ist toll. Ich will hier kurz einen Weg zu dem Haus machen. Das vergesse ich sonst immer. Bauarbeiten natürlich nur mit Schutzausrüstung. Trampelpfad. So. Oh nein, nicht wieder wegmachen. Ist schon Absicht. In dem Spiel ist es schon so dunkel. In Wirklichkeit ist es noch voll hell draußen. Ich weiß gar nicht, was das Spiel hat. Okay, cool.
Habe ich das auch noch erledigt? Dann glaube ich. Ich will gerade gar nicht diese fröhliche, schöne Animal Crossing-Welt verlassen und in die düstere Deadly Premonition-Welt einsteigen. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Aber ich schätze mal, das werden wir jetzt machen. Okay, dann speichere ich noch. Dann gibt's Spielwechsel. Das ist echt cool. Ich habe mich echt total gefreut, als letztes Jahr Deadly Premonition 2 vorgestellt wurde, angeteased wurde, revealed wurde. Das kam echt unerwartet. Ich hätte nie gedacht, dass Deadly Premonition nochmal einen Nachfolger kriegt. Ist eins meiner Lieblingshorrorspiele. Gefällt mir total gut. Hat einen einerseits super trashigen Charme, ist aber nicht nur so schlecht, dass es schon wieder gut ist, sondern hat einfach auch echt tolle und liebenswerte Charaktere und eine ziemlich coole Story insgesamt. Und deswegen eine schöne Kombination aus nettem Trash und gutem Spiel auch wirklich irgendwo da drin. Unter der Kruste von Trash steckt wirklich ein cooles Spiel. Deswegen mag ich das sehr. Und genau das werden wir jetzt dann spielen. Noch mehr Bits von Crusader, dankeschön. Da rieseln sie rein. Es ist so cool. Hey, ich glaube, ich muss irgendwann mal ein anderes Glas einstellen, nur um zu sehen, wie sich dann die physikalischen Gegebenheiten verändern oder so. Doch komm, Düsternis. Du willst es, Deadly Premonition ruft dich. Ja, ja, machen wir jetzt eh. Machst du irgendwann nochmal Fallout 76? Habe ich zwar vor, aber ich weiß noch nicht wann. Ich würde jetzt echt schon gern, ich hatte bis jetzt noch nicht die Zeit und die Muse dazu, aber ich würde eigentlich schon auch gern auf dem Kanal noch ein bisschen weiterspielen, auf jeden Fall. Wir haben noch nicht mal die beiden großen Fraktionen getroffen bis jetzt. Da müssen wir auf jeden Fall noch weiter reinschauen. Ich möchte momentan die Merlin dazu überreden, dass die mal mit mir mitspielt, aber die hat echt keinen Bock drauf. Naja, okay, machen wir kurz eine Pause. Kurzen Cut, ich mache den Stream ganz aus, aber erschreckt euch nicht, wundert euch nicht. Ich bin nur ein bisschen am Umbauen und so. Und dann geht's hoffentlich schon in 5 Minuten, wahrscheinlich nicht mal, wieder los mit Deadly Premonition. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Ciao. Ja, bis gleich. Die Stimme von dem Hase verändert sich auch fast täglich. Ich bin Knacki, der Knusperhase. Genauso wie der Name. Bis gleich.